Samstagmorgen, 9 Uhr in Mettmann bei Düsseldorf. Reger Verkehr auf Deutschlands größtem Verkehrsübungsplatz. Auf dem 34.000 Quadratmeter Gelände tummeln sich zumeist blutige Anfänger. Voraussetzung? Ein zugelassenes Auto und ein Beifahrer mit Führerschein. Salvatore Antonacci hat seiner Freundin Mariana eine Fahrstunde auf dem Übungsplatz geschenkt. Die 24-Jährige hat heute Geburtstag und will jetzt endlich den Führerschein machen. Auf dem 4-Kilometer-Parcours soll sie erst einmal üben. Premiere hinterm Steuer. Die ist genauso wie die Jessica. In der Kurve drückt sie die Kupplung. Dann rollen wir fast rückwärts. Ich weiß nicht, warum. Guck nach vorne. Das war ein bisschen zu schnell. Ja. Ja. Langsam, tu den Fuß von dem Gaspedal weg. Respekt, dafür geht ja immer noch. Okay, jetzt oh, schaffst du das? Weg, weg, weg! Bremse. Kupplung und Bremse, Kupplung! Lenk noch ein bisschen, nicht, dass wir gleich. Nein, ne. Gas. Guck mal, du musst das irgendwie schaffen, das zu koordinieren. So, irgendwie. Mehr. Geh mal, versuch mal. Guck mal, versuch mal so. Versuch mal, so viel Gas zu geben. Guck, nee, gib mir mal deinen Fuß. Ah! Warte. So, und jetzt lass mal die Kupplung ganz langsam kommen. Was hast du langsam. Kopf auf? Ja, ich weiß, ich hatte das Ding schon. Aber jetzt bist du im Gegenverkehr, im Gegenverkehr. Schnell, schnell. Nein, schnell, gib Gas. Dann fahr mal da raus einfach. Bevor wir gleich Verletzte haben. Fahrerwechsel bei Familie Hamadi. Vater Mohammed möchte seine Tochter Fatwa auf die Führerscheinprüfung vorbereiten. So, und jetzt ein bisschen Gas und fahr mal hier in den Kreisverkehr. Rechts. Langsam. Siehst du, wo du hast reingefahren? Darfst du nicht so viel rüberziehen in der Kurve. Die Kurve musst du ein bisschen. Außer links. Fahr mal hier. Ja, genau. Genau. Und kannst du wieder hier rechts abbiegen. Halt mal an. Stopp. Rot. So, richtig. Nicht zu schnell bremsen. Nicht zu schnell. Wenn du bremst so stark, du fährst so 30 oder nicht mal 20. Jetzt blink mal und gib so. Nur blink, ich bin da drüber. Ja gut, mach, was du willst. So. Hey, gib Gas. Mit Sayem bis Lombrayage. Hat Nachel Wehad. Insel an Lombrayage. Nachel Vitesse und ja. So. Nochmal. So, exzellent. Gib Gas. Reset. Hier, tu mal auf deine Handbremse wie vorhin und gib mal Gas. Gas und Kupplung langsam loslassen. Vorbereiten. Xileri, Hänsel, im Decker. Para dura, Alwe. Zurück zu Mariana und ihren Freunden. Langsam. Komm, lass die Kupplung kommen. Gas. Du musst mehr Gas geben dann. So, jetzt. Das Anfahren ist wirklich schwer. Scheiße! Kein Thema. Brauchst du dich aufzuregen. Mariana fürchtet im Straßenverkehr vor allem die Raser und Drängler. Am Anfang lag es daran, dass ich richtig Angst hatte beim Autofahren. Also als Beifahrer, da habe ich schon manchmal echt Panik gehabt zum Teil und habe auch schlechte Erfahrungen gemacht als Beifahrer. Und das prägt einen so ein bisschen. Dass es halt öfters kurz vor Unfällen war, also das, ja. Moment, wo will ich lang? Das ist gar nicht mal so einfach hier. Vater und Tochter Hamadi üben besonders das Anfahren an Ampeln. Kupplung musst du langsam loslassen und Gas geben. So. Gib Gas jetzt. Gib Gas. Die Kupplung musst du langsam loslassen und Gas geben. So. Wie läuft's? Eigentlich gut. Was heißt eigentlich gut? Nicht besonders, aber lernt langsam. Wo liegen noch die Probleme? Was meinen Sie, ist schwierig bei ihr jetzt beim Lernen? Ja, ich sagte, bei dem wieder losfahren,
dann lässt sich der Kupplung auf einmal los. Und das dürft ihr nicht. Sollt ihr langsam. Langsam kupplungslos, jetzt. Langsam, langsam. Und Gas geben, ja. Jetzt. Lass mal los. So, gib Gas. Es ist 10 Uhr. Am Kartenhäuschen herrscht nach wie vor großer Andrang. Besitzerin Verena Schneidereit betreibt den Verkehrsübungsplatz seit 39 Jahren. In dieser Zeit hat sie sich ihre eigene Meinung gebildet über die Fahrkünste von Männern und Frauen. Das Einparken fällt den Frauen meistens immer schwerer. Aber was bei den jungen Männern ist, die denken immer, wenn sie rasen, hier um den Platz rasen, dann können sie Auto fahren. Aber das geht, das machen sie auch nicht. Also denen fällt es schwer, langsam zu fahren. Und langsam fahren ist auch eine Kunst. Ne? Stimmt das? Eine Stunde? Zwei. Zwei. So, dann bekomme ich von Ihnen 15 Euro. Warum nehmen Sie nicht gleich eine 10er-Karte? Ist günstiger. Autofahren ist nur eine Übungssache, sage ich immer. Ich kann ja Autofahren. Ach, Sie können Autofahren? Ich kann Autofahren. Ja. Auf dem Übungsplatz gelten die normalen Verkehrsregeln und das Wort der Chefin. Würden Sie auch manchmal so ein bisschen Verkehrspolizist spielen? Ja. Wenn die Leute meinen, hier wäre ein Kinderspielplatz und sie fangen an zu rasen, dann kriegen sie schon Anweisungen. Und ich verweise sie auch, dass sie einen Platzverweis kriegen. Ne? Also wenn die Jugendlichen mir manchmal nicht gehorchen sollten. Aber das kommt ganz, ganz selten vor. Hallo, stopp! Stopp! Sie sind mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass Sie zu schnell fahren. Und dann noch mit einem Kind hinten. Es ist hier kein Kinderspielplatz. Und Sie wissen gar nicht, wie gefährlich das manchmal sein kann, ja, ne, wenn man zu schnell fährt. Erstmal ist 30 vorgeschrieben und dann noch mit einem Kind hier hinten drin. Nicht? Also wenn jetzt ein Unfall passiert, ja, dann... Alles klar. Ne? Okay? Alles klar. Wir haben also Höchstgeschwindigkeit 30, ne? Okay, ich achte jetzt ein bisschen drauf. Ja, dann fährst du einmal hier um. Zurück bei Mariana und ihren drei Fahrlehrern. Fahr mal da volle Pulle drüber, dann springen. Nein! Du darfst nur 30 fahren. Wir fallen. Vorfahrt gewähren, fahr durch. immer Kupplung, wenn es brenzlig wird, immer Kupplung. Mein armes Auto! So, jetzt Fuß auf Kupplung. Fuß auf Kupplung. Fuß auf Kupplung und Bremse. Bremse, Bremse, Fuß auf Bremse. Langsam. Sich gut in Sie reinversetzt? Ja, nee. Also ich habe das Autofahren etwas vorher gelernt. Bremse. Langsamer, versuch mal mit Gefühl. Ja. So, und jetzt Handbremse. Okay. Und jetzt langsam Gas. So, jetzt lässt die Kupplung kommen. Ja, langsam, langsam. Oh. Ja, okay, die Reifen sind warm, der Asphalt ist warm. Und dann quietscht das automatisch. Ja, wie gesagt, aber ich habe das von klein aus immer bei meinem Vater abgeguckt, wie der so die Füße bewegt und so. Und dann probiert man schon mal vor der Haustür, wie das so ist, wenn der anfängt zu rollen und so. Ja, und dann einfach mal losgefahren. Und dann hat das alles beim ersten Mal eigentlich wunderbar geklappt.